Das Spiel ist so etwas wie die Generalprobe für Chemnitz. Das hatte Pavel Dotschev, Trainer von Viktoria Köln, vor der Begegnung gegen Alemannia Aachen auf dem Tivoli angekündigt. In einer Woche geht es für die Viktoria wieder los in Liga 3 und dort ist die Situation alles andere als gemütlich. Seit sage und schreibe 12 Spielen keinen Dreier mehr geholt. Der letzte Sieg bei Preußen Münster war, festhalten, Mitte September. Immerhin noch steht die Mannschaft auf Rang 16, dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Auch die Aachener starten am kommenden Wochenende in die zweite Saisonhälfte. Die Mannschaft von Fuad Kilic in gewohntem Schwarz-Gelb im oberen Mittelfeld der Regionalliga West für einen Angriff auf die Spitze. Allerdings Rödinghausen, Ferl und Essen wohl schon zu weit enteilt. Stichwort Angriff, den ersten nennenswerten hatten die Gäste. Simon Handle verzieht nach Vorlage von Mike Wunderlich. Die erste Halbzeit arm an Höhepunkten, dann mal Wunderlich mit einem Geniestreich in Richtung Kevin Holzweiler mit der Übersicht für Bunyaku. Grüße gehen raus an den Acker vom Tivoli, der Rasen gezeichnet vom Winter und in dieser Situation definitiv auf der Seite des Heimteams. Mehr war nicht los in Hälfte 1, also flott rein in den zweiten Durchgang. Robin Garnier praktisch mit dem Wiederanpfiff rein in den Kasten, Führung für Aachen mit der ersten ernstzunehmenden Gelegenheit. Super getimte Flanke von Matti Fiedler, sauberer Abschluss von Garnier, aber man darf durchaus fragen, wie er doppelt bedrängt so zum Abschluss kommen kann. Die direkte Antwort, Handle auf Seaton. Michael Seaton im Winter verpflichtet, macht weiter auf sich aufmerksam. Der Jamaikaner zuletzt in der zweithöchsten Spielklasse der USA unterwegs, hinterließ auch schon im Trainingslager einen starken Eindruck. Im zweiten Abschnitt. Die Aachener allerdings deutlich präsenter, der Klassenunterschied nicht existent, eher im Gegenteil. Ganz stark gespielt, präziser Abschluss, Vincent Bösen mit dem 2-1. 7 Scorerpunkte bislang für den 21-jährigen Bösen in der Liga, meldet Ansprüche an auf die Startelf. Und die Kölner, ich meine, das ist ja recht höflich, wie viel Platz die Aachener bekommen. In der dritten Liga wird so mit den Punkten aber eher schwierig. Aber klar, mit so vielen Negativerlebnissen im Kopf ist es brutal schwer, der Abstoß. Schon nicht gut und dann Lars Dietz. Eieiei, Rüther schiebt lässig ein. Das 3-1 für die Alemannia unter gütiger Mithilfe des Gegners. Und Florian Rüther bedankt sich. Vor einem Jahr kam er vom KFC Uerdingen und nach einem verletzungsgeplagten ersten Halbjahr 2019 ist er in dieser Saison endlich wieder richtig fit, spielt eine gute Rolle unter seinem Coach Fuad Kilic. Von der Viktoria im zweiten Durchgang so gut wie nichts zu sehen. Wir sind schon kurz vor dem Abpfiff, der eingewechselte Schmidt mit einem starken Antritt und dann fährt ihm Dietz in die Parade, 11 Meter. Auch das noch, der Horrortag von Dietz geht weiter. Für die Aachener übernimmt Glovac Verantwortung, macht das gut, macht das sicher, 4-1. Manuel Glovac auch eher eingewechselt, darf sich nochmal in die Scorerliste eintragen und setzt ein Ausrufezeichen unter den am Ende klaren Sieg der Aachener. Viktoria Köln setzt die Generalprobe für den Ligaauftakt mit Anlauf in den Sand, verliert mit 1-4. In der Form wird es eine ganz schwere Restsaison in Liga 3 für die Kölner. Die Aachener dagegen scheinen gut gerüstet für das Gastspiel beim TuS Haltern. Oder wie sehen Sie das, Herr Kilic? Ja, natürlich sind wir zufrieden mit dem Ergebnis, aber unabhängig vom Ergebnis ist mir die Art und Weise sehr wichtig. Das habe ich auch zu den Jungs vor dem Spiel gesagt. Auch wenn wir hier nicht gewinnen sollten, möchte ich, dass wir selbstbewusst auftreten und vor allem unser Spiel forcieren. Und das haben die Jungs sehr gut verinnerlicht. Und das Ergebnis war natürlich das Produkt von dem Ganzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.